Hallo zusammen, euer Bonsai von Don Kane. Heute zeige ich euch, wie man mit dieser Simmentaler Ferse das perfekte Roastbeef zubereitet. Für unser Rezept nutzen wir ein Roastbeef von der Simmentaler Ferse. Tolles Produkt aus Deutschland. Zeichnet sich durch einen sehr, sehr schönen Rindergeschmack aus. Sitzen tut es im hinteren Teil des Rückens. Würde man es in Scheiben schneiden, hätte man die Rumpsteaks, die in Deutschland sehr beliebt sind. In den USA wären es die Striploins. Wir werden fürs Rezept aber das Ganze hier am Stück garen, scharf angrillen, dann im indirekten Bereich gar ziehen und damit legen wir jetzt los. Starten tun wir damit, dass wir uns das Fleisch ein wenig parieren. Den Fettdeckel, den belassen wir genauso, wie er ist. Er soll unser Fleisch schützen. Das ist charakteristisch für das Stück Fleisch. Aber hier an den Seiten haben wir so ein paar Ecken, die schneiden wir einfach ein bisschen schöner. Parieren das ein wenig bei. Allzu viel ist hier gar nicht zu tun. Aber dann wären wir auch schon bereit, das Ganze zu würzen. Das Parieren ist erledigt. Es war wirklich nicht viel zu tun. Im nächsten Schritt fangen wir an zu würzen. Ich habe hier einen Knoblauchsalz. Damit werde ich die komplette Oberfläche schön einpudern. Das wird ein wenig Feuchtigkeit ziehen und im nächsten Schritt werden wir dann den Rub aufbringen. Fangen wir mal hier an. Schön rundum. So, das Ganze lassen wir jetzt einen kleinen Moment mal ruhen und dann machen wir mit dem Gewürz weiter. Unser tolles Simmentaler Roastbeef hatte jetzt 30 bis 45 Minuten Zeit, hier den Rub schön aufzunehmen, ist dabei ein bisschen auf Temperatur gekommen. Die Zeit habe ich genutzt, schon mal den Grill richtig vorzuheizen, sodass wir auf den Grates jetzt richtig sengende Hitze haben. Wir werden dem Roastbeef hier ein schönes Branding verpassen und dann geht es in den indirekten Bereich und dann ziehen wir es auf eine Kerntemperatur von ungefähr 56 Grad. Unser Roastbeef von der Simmentaler Ferse ist schon im indirekten Bereich. Hier riecht es fantastisch. Wir haben eine Kerntemperatur um die 40, 45 Grad. Ich freue mich schon diebig auf das Stück Fleisch. Zeit, eine kleine Beilage zu machen. Bei so einem tollen Stück Fleisch gibt es für mich eigentlich keine großen Beilagen, sondern ich mache mir hier eine schöne, selbstgemachte Kräuterbutter. Dafür habe ich hier den Grinder, das 5-Pfeffersalz von Don Kane und den Barbecue-Mix von Don Kane. Das Ganze einfach ein bisschen fein mahlen und dann zur Butter geben. Es ist soweit. Das Roastbeef ist gerade vom Grill runtergekommen. Wir waren bei 56 Grad im Kern, haben es hier jetzt noch 10 Minuten, 15 Minuten liegen lassen. Es riecht hier schon fantastisch. Man sieht hier, wie schön saftig das Ganze ist. Ich werde jetzt mal zwei, drei Scheibchen runterschneiden und dann gucken wir mal. So, der Garpunkt ist perfekt. Kann man schön sehen, sehr, sehr saftig. Ich werde jetzt mal ein bisschen von der Kräuterbutter dran machen und dann testen wir es mal. Hm. Ist perfekt. Also das Fleisch hat einen wunderbaren Eigengeschmack. Die Fettauflage super. Kombination mit dem Knoblauch und dem Rub ist richtig, richtig gut. Und dann die Butter dazu. Wirklich ein Gedicht. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Angst nehmen vor so einem großen Stück Fleisch. Das 1,5-Kilo-Stück hatten wir ungefähr für 2 Stunden auf dem Grill und es ist perfekt geworden. Würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht und mir mal sagt, wie ihr es findet.